Ich glaube, von der türkischen Demokratie jetzt noch zu sprechen, wäre ein Euphemismus. Herr Erdogan benutzt dieselben Begrifflichkeiten, die wir benutzen. Er benutzt Demokratie, er benutzt Präsidialsystem, aber er meint damit was ganz anderes. Das sind inhaltlich entleerte Begriffe. Wenn er Präsidialdemokratie sagt, dann meint er damit Alleinherrschaft. Wenn er Demokratie sagt, dann meint er damit die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit. In der Türkei erstmal nicht. Er hat jetzt die absolute Macht. Es gibt eine Erdogan-Polizei, es gibt eine Erdogan-Armee, es gibt einen Erdogan-Beamtenapparat, bald Erdogan-Lehrer. Erdogan-Zeitungen gibt es ja schon länger. Die anderen haben nichts Gutes zu befürchten, ja nichts Gutes zu erwarten. Die Frage ist jetzt allerdings auch, ob sein langer Arm bis nach Deutschland reicht. Und da ist ein klares Stoppsignal notwendig. Die Frage ist ja, verhalten sie sich überhaupt? Ich habe so das Gefühl, die gehen so ein bisschen in Tauchstation gerade. Ich fände schon, dass es jetzt klar ist, dass es jetzt nicht neue Verhandlungskapitel geben kann. Worüber soll man denn verhandeln? Und mit wem vor allem? Also insofern wäre meine Ansage jetzt, dass man die Beitrittsverhandlungen einfriert. Übrigens nicht beendet, sondern einfriert ganz bewusst, denn das ist ja keine Aussage über die Türkei und über die Türken. Eine demokratische Türkei hat selbstverständlich einen Platz in Europa, aber nicht die gegenwärtige mit dieser Führung. Also zumindest für Ihre Berufskollegen stellt sich schon die Frage, ob die in der Türkei noch eine Chance haben, ob die noch eine Einkommensmöglichkeit haben. Sie werden entlassen, wenn sie nicht auf Erdogan-Linie sind in den Blättern. Und die wenigen Zeitungen, die wenigen Online-Foren, die es noch gibt mit unabhängigen Journalisten, auch denen wird versucht, wahrscheinlich bald der Chaos zu machen. Also Intellektuelle, Künstler, Kulturschaffende, Journalisten, Wissenschaftler, die haben in der Türkei gerade, wenn sie nicht auf Erdogan-Linie sind und Gefälligkeitsarbeit machen, nichts zu lachen. Für die stellt sich die Frage, ob die in der Türkei noch bleiben können. Wäre mal vielleicht eine Überlegung wert. Frau Merkel und Herr Steinmeier haben ja ein gutes Verhältnis zu Herrn Erdogan. Vielleicht sollten sie auch mal über ein Asylprogramm aus der Türkei für Menschen in der Türkei reden, die bedroht sind.